Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 hier auf der Map Two Rivers. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wollen wir eben einmal hier das Ding abtanken lassen. So. Und dann machen wir hier mit unseren Baumstammexperimenten mal weiter. Wir wollten nämlich einmal kurz schauen, ob wir das noch raus haben hier. Wir waren ja der absolute Forstprofi. Wir hatten da ja nie irgendwelche Schwierigkeiten mit. So. Das ist übrigens unser Trecker, den ihr gerade draußen hört. So, ich hoffe, das geht. Ist ein bisschen lang noch. Aber wir wollen ja auch keine 500 Stämme haben hier, dann sind wir ja morgen früh noch zugange. So. Drunter. Und hoch. Drehen. Rüber. Hoch, rüber, drehen, runter, ranziehen, ablassen, Zange auflassen, Zange runter machen, Stützfüße einfahren und dann gehen wir den mal verkaufen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Vielleicht hat der gute LZ ja auch das so eingebaut, dass man da am Sägewerk nur über den Triggerpunkt rüberfahren muss. Das wäre mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Mich nervt das ja immer, wenn man da, weiß Gott, wie erst rudern muss und drauf und runter und das alles immer von Hand abladen. Wir haben Alons Vehikel hier auf jeden Fall. Mit Überlänge nach hinten. Da müsste eigentlich so ein rotes Fähnchen jetzt noch dran, ne? Hammanit. Wo ist da hinten ist er? Genau, da müssen wir lang und dann einmal abladen und fertig geworden. ...45.000. Das Schöne ist ja jetzt diese, da muss man Giants ja auch mal loben. Kommt ja nicht oft vor, dass es dafür einen Grund gibt, die neue Funktion Geld anzuzeigen. Nee, die neue Funktion, dass Geld angezeigt wird, wenn man was verkauft hat, wie viel das dann wert war. So, wird ein Schuh raus. Oh, und jetzt immer mal gespannt, nicht? Es ist ein bisschen komisch, diese Abladestelle. Das sieht mir schon sehr verdächtig nach, hier musst du nochmal Hand anlegen aus. Aber gucken wir mal. So, wir fahren mal schön liebevoll hier rückwärts rein. Das war jetzt ein Baum. Okay. Das ist ja ein absolut hammergeiles Sägewerk. Und was mache ich jetzt? Hallo? Muss ich mit dem Gabelstapler fahren? Nee. Muss ich hier irgendeinen Knopf drücken? Nee. Muss ich hier irgendwas sagen? Kann ich dann hier Bretter abholen und dann noch weiterverkaufen? Hallo? Ah! Was ist das denn? Das ist ja... Was mache ich hier? Rohstoffe, Brennstoffe, Holzstämme, Produkte Hackschnitzel und Bretterpaletten. Brennstoffe ist leer. Aha. Was sind denn Brennstoffe?
Ich muss also noch irgendwo was abladen. Was sind denn Brennstoffe hier? Da kommen auch Kisten. Die Bretter kommen wahrscheinlich dann da raus. Und hier kann ich Hackschnitzel abladen, oder was? Also das, da weiß ich jetzt aber auch nicht da. Das wird noch interessant. Was ist hier jetzt eigentlich? Das ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Grandios. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, da vorne scheinen dann die fertigen Wörter rauszukommen. Ah, was ist denn Brennstoff? Ah, Moment mal, hier. Hier kann man die... Hier kommen wahrscheinlich die Hackschnitzel wieder raus. Da könnte ich also einen Hänger drunter fahren, damit die nicht verloren gehen. Da haben wir ja noch einen. Da könnten wir zum Beispiel... den kleinen Hänger hier nehmen. Der hoffentlich jetzt nicht voll ist mit Hackschnitzeln. Ich finde das immer toll, ne? Wenn da also so neue Sachen sind und dann muss man erst wieder rausfinden, wie die funktionieren. Man kann die selber entdecken. Natürlich könnte ich jetzt auch lesen, wie das funktioniert, aber ich habe irgendwas hier drin. Das müssen wir erst loswerden. Ich glaube, es ist Gras. Ich glaube, hier werden wir es los. So. Dann fahren wir mal Richtung... Sägewerk. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben keinen Trecker, mit dem wir da jetzt vernünftig arbeiten können. Und den Kredit komplett ausgeschöpft und ja, das ist die BGA kaputt gemacht. Das ist toll. Läuft bei uns. Vielleicht ist ja auch Silage im Brennstoff und ich hätte es besser drauf gelassen. Oder wir müssen irgendwie Öl dahin fahren. Aber wo kriegen wir denn Öl her? Von der Ölmühle? Alter, wenn das richtig ist, ne? Dann weiß ich... nee, lieber nicht. Das wird mir immer nachgehalten, dass ich dann den... Ob der Besen schon gut geschmeckt hat. Wie es denn war, einen Besen ohne Salz und Pfeffer. Mhm. Irgendwas scheint die BGA übrigens immer noch zu tun, weil Strom erzeugt sie scheinbar noch. Boah. Ist aber auch ein Problem, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was wir mit Silage denn in Zukunft so anfangen sollen, außer 5 Milliarden Tiere zu haben. Puh. Autsch. So. So, jetzt guck mal hier. So fährt man übrigens mit einem Drehschimmel. So, jetzt guck mal. So fährt man übrigens mit einem Drehschimmel rückwärts. Nein. Ganz kaputt. Wir haben noch hier beim... bei unserem Nachbarn, der hat hier irgendwie so ein Grundstück sehr nah an unserem Grundstück. Und da, wo er mit den großen Wagen immer reingefahren musste damals, da ist unser Küchenfenster gewesen. Und da habe ich als Kind dann immer gesessen und geguckt, wie die Mais-Silo machen. Und dann mussten die, die haben diese schweren Wagen teilweise gar nicht um diese enge Ecke gekriegt. Und dann haben die vorne dran gemacht und konnten dann feiner lenken. Das war eine Aktion. Und das roch immer. Boah. Also jetzt nicht der frische Mais, ne, aber dann hinterher. So, ist auch quasi perfekt, oder? So. Ja, aber wie funktioniert das jetzt mit dem Sägewerk? Kartoffelwaschanlage, funktionierendes Sägewerk. Ein neues Sägewerk und vieles mehr. So, was steht denn hier?
Nix weiter. Realitätsnahes Sägewerk. Ist natürlich auch eine Formulierung. Gut, der ist fertig. Und dann müssen wir den mal abtanken, weil dann geht es hier oben weiter. Und dann können wir den Weizen verkaufen. Und dann haben wir ja auf jeden Fall genug Kohle für weitere Schandtaten. Der Weizen, da kriegen wir ja noch ordentlich Kohle an der Mühle. Welche Mühle ist da wohl mit gemeint? Die Ölmühle? Nein. Glaube ich nicht, oder? Reifeisen? Ölmühle? Mühle. Ganz unten. Junge, 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 Junge. So, in den Fragen hier, ich guck mal gerade in den Fragen rein. Ob da vielleicht schon jemand gefragt hat nach dem... Autsch. Entschuldigung. Ich bin... Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich bin gerade vor das Mikrofon gestoßen. So. So. Dann auf zur Mühle und auf... Nein, nicht hier reinfallen. Hallo. Was ist das eigentlich hier? Steinbruch? Eine Ausgrabungsstätte? Sieht aus wie eine Ausgrabungsstätte, oder? Würde ich mal so sagen. Und der normale Helfer hat es ohne Probleme geschafft, das Feld fertig zu machen, weil der gute El Cid hier vorne die ganzen Bäume entfernt hat. Seht ihr das? Ist es überhaupt El Cid? Ja, ne? Auch sehr cool. So, dann nehmen wir wieder unseren Schleichweg gleich hier um die Ecke. Aber dieses Sägewerk ist cool. Also wenn ich jetzt noch rausfinde, wie man es bedient, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen cooler. Zumindest für mich. 53.000. Das heißt, wir kriegen wieder 75.000 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben die Dachdecker wieder irgendwas umgeschmissen. Irgendwie ist der Grip hier von diesen Fahrzeugen etwas... Was ist denn? Seit wann kann man denn... Warum? Da ist doch... Ihr wollt mich doch. Die Flaggen machen sogar Geräusche jetzt, okay. Das wusste ich auch noch nicht. So, dann fahren wir mal hier rein. Wieder erstmal gewohren. Und dann liefern wir mal hier, da hört man auch den Klang von der Mühle, die arbeitet. Laden wir mal ab und stellen fest. Kohle, Kohle, Kohle. Damit können wir jetzt auf jeden Fall arbeiten. Tja. Aber hier bin ich noch nicht so weiter. Und würde ja gerne wissen, wie das geht. Was sagt er hier? Also Brennstoffe
in Liter und das. Finde ich raus. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, auf Wiedersehen.